So, willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer Runde Minecraft! Moinsen! Moinsen! Mit dem Fexer und dem Rexen! Lebst du schon? Nee. Ich manchmal. Besonders, wenn ich selber aufnehme. Jo, Moinsen, mit Mr. Sick noch am Start. Stößel, Mann, Diesel! Den vergisst du manchmal. Manchmal, ja. Und ich habe hier ein Verzauberungstürchen gehauen. Und... Nice. Darin werde ich gleich mein Diamantschwert verzaubern. Geil. Ja, das kannst du. Das habe ich schon sehr oft gehört von Zuschauern, dass du mal bitte für die. Es gibt ja tatsächlich Zuschauer, die das halt noch nicht wissen. Und dass du dir mal zeigst, wie das mit der Verzauberung eigentlich so vonstatten geht. Aha, was ist da alles? Was ist da gelesen, alles? Du Lügenbold, du. Das habe ich nicht gelesen. Das habe ich auch nicht gesagt, dass ich es gelesen habe. Ich habe gesagt, ich habe es gehört. Ach so. Weil man nicht weiß, wie man verzaubert oder was. Was haben wir denn für Zuschauer, bitteschön, ne? Das kommt manchmal ganz vor, easy, ne? Also wichtig ist halt, dass halt die den Grad der Verzauberung machen hier die Bücherregale her. Was so möglich ist, theoretisch, genau. Meinst du? Genau, und man braucht, glaube ich, mindestens 12 oder 15, damit man auf Level 30 Verzauberung kommt. Und die haben wir sozusagen, das kommt noch ein bisschen mehr hin, damit das halt ein bisschen schöner aussieht hier. Und letztendlich braucht man noch Lapis Lazuli, was da jetzt da reingehört. Steht da. Und die dementsprechenden Level halt. So, und bei mir steht jetzt da Rückstoß 2 plus irgendwas. Mal gucken, was wir rausbekommen. Schärfe 3 und Rückstoß 2. Absolut Premium-Schwert. Premium. Ich habe oben an dem Verzauberungstisch habe ich noch eine Kiste hingestellt. Wo Lapis Lazuli drin ist, damit wir halt einfach nicht die ganze Zeit hin und her rennen müssen. Nice. Das ist gut, ja. Ja, es muss halt immer noch Tasche haben, das Lapis, wenn du verzaubern willst. Yep. Weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, deswegen. Ja, hab ich. So sehr hörst du mir nämlich zu. Nee, ich höre dir gar nicht zu, ich konzentriere mich gerade hier auf den Bau. Ich höre auch immer nicht zu. Hat man, glaube ich, schon mal. Ja. Ist man ja gewohnt. So, wir haben das schon mal gesehen. Aber es hat mich keine 30 Level gerade gekostet. Nee, ich glaube, das kostet dich gar nicht mehr so viel. Ich dachte, es war doch mal irgendwann so ein Update, das hatten wir doch noch mitgemacht. Hm. Das ist schon eine ganze Weile her. Nicht mehr so teuer wie früher. So, Bücher lege ich mal noch zurück. Extra holst du Glas? Ja, ich wollte gerade erstmal Sand holen. Oder haben wir noch Glasscheiben? Scheiben haben wir wie Sau im Lager. Drei, mindestens drei, wenn ich sogar vier Stacks. Kann ich ja rein theoretisch gesehen die Diamantspitzhacke hier noch verzaubern. Gucken, ob dabei noch was Effektives bei rauskommt. Ja, wir haben drei Stück Sand, ja. Und nee, nicht Glas. Von Sand, sondern ach doch, hier! Glasscheiben im Glas. Cool. Ich war zu süß. Effizient, Behutsamkeit und Haltbarkeit. Sehr schön. Und dann setze ich das mal rein, wa? Dass wir hier ein bisschen hier Glas drin haben, wa? Soll ich mal ein bisschen Scheiben. Sand farmen gehen? Ja, wenn du kannst, wenn du hast, wenn du willst. Jupp. So, dann können wir ja eigentlich dann hier schon Dächer jetzt machen, weil dafür sollten wir auf jeden Fall genug haben. Denkst du mal, nicht so viele Baustellen immer offen sind, das nervt. Oh. Machst du hier über die Tür dann noch Scheiben? Na klar. Schön, ich dachte schon, du willst es so karg lassen. So finde ich es gut. So, machen wir noch schnell eine Eichentür. Eiche. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Schaufel. Das ist natürlich nicht nur eine. Wollen wir das gleiche hier auch nochmal machen, über der Küche? Sozusagen? Das ist nicht schön. Der Hauptprotagonist. Überlegen, was du meinst. Lass mal nochmal eine Glasscheibe drüber machen, damit der Hauptprotagonist über die Tür mal sehen kann. Ja. Irgendwie so eine Breite. So. Ja, klar. Schön. Mach sie auf. Wait, Caroline. Ich wollte hier, bisschen hier Cleanstone noch drin, nee, ne? Kopf, Kopf. Was laberst du mich an?
Weiß nicht, ob wir noch Cleanstone haben. Soll ich mal reingucken? Wir haben noch Cleanstone, ja. Unten in der Kiste ist noch eine Menge Cleanstone. Konnte ich denn überhaupt aus Stein Pressure Plates machen? Nee, nur aus Eisen, oder? Wie war denn das? Doch aus Stein auch, oder? Ich glaube aus Stein auch. Du kannst es auch aus Stein machen, Rick. Oder solche Holz Pressure Plates hinmachen. Guck, du kannst auch, mach Holz Pressure Plates, da ist nicht Plates, damit nicht alles aus Stein ist. Damit hier noch ein bisschen zwischen der ganzen grauen Farbe noch ein bisschen brauner Farbe ist. Na, das war wieder klar, dass du das wieder brauchst. Ja, das natürlich. Vor allem ich, du bist doch der mit den Nazi-Dingern die ganze Zeit. Du brauchst doch immer braune Farbe. Und gar nicht. Blockiert's die immer noch? Das gibt's da nicht. Okay, Kollege, du nervst. Da hörst du's. So, wie viel Nether ist denn hier? Oh. Oh Gott, der Rückschuss ist natürlich mega. Das war geil gegen Creeper, aber jetzt so gegen Skelette ist das irgendwie scheiße. Ach du Scheiße. Also ich muss diesen ganzen Hühnchenofen hier nochmal überarbeiten. Warum? Fällt mir so nicht. Ne, weil der... diese Funktion... Die Funktion, dass du mit der Maschine auch Eier produzieren kannst, ist scheiße. Weil durch diese Redstone-Lampen hier blockieren wir die Hopper. Ja. Und dann fällt das nicht in die Kiste, sondern bleibt davor schon stecken. Deaktiviere ich das mal, bis das ja durch ist. So. Jetzt müsste es hier stecken bleiben, genau. Und dann sind schon 15 Grillhähnchen drin auf einmal. Rick und seine Redstone-Maschine. Ja, ne? Übelstes Gefummel. So, ich fange jetzt an, das Dach hier zu bauen, ne? Hast du schon Ziegel-Trappen-Dingsbums gemacht, oder was? Jo. Willst du mitmachen? Ja. Musens. Wieden. Da schnappt ihr noch unten aus dem Automatikofen noch was? Macht ihr noch was? Könnte ich gleich mal drinnen gucken, wie es da eigentlich aussieht? Einfach hier mein Inventar schon wieder voll ist. Wo drin? Wir gucken, wie es drinnen aussieht. Ich habe ja da noch 1000 drin. Also, Haufen Öfen rein angeschmissen. Achso. In der Mansion oder wo drinnen? Ja. So, wie bauen wir hier das Dach? Wie bauen wir das Dach? Ein einfaches Dach? Fliegzombie! Mit Slabs dran dann? Mensch! Einfach nur vorne dann Slabs dran, meinst du? Ja, eins drunter dann, ja. Mit Giebel rechts und links? Ja. Dann baue ich den schon mal. Giebel sind cool. Giebel. Evil Kniebel. Hätte man auch so einen Trank gebrauchen können. Was ist denn für ein Trank? So ein Unterwassertrank. Zum Tauchen? Na jo. Wo geht's denn hin? Na, Sandklatschen. Wo geht's denn hin? Sandklatschen. Klatschen, frisch wegklatschen. Da klatscht's mal noch. Lalala. Oh, weißt du, worauf ich mich richtig freue? Irgendwie, erzähl mal. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich auf The Division. Freue ich mich auch drauf. Kannst irgendwie kaum erwarten, dass es 8. März ist. Interessant klingt das Game auf jeden Fall. Ja, gar nicht mehr so lange hin. Es ist ja 8. März. Ja, bald. Aus unserer Sicht. Ja. Für euch ist es vielleicht, ist es bestimmt ist so. Es schon vorbei. Also ist es schon längst ja vorbei. Da läuft schon das Let's Play wahrscheinlich. Eventuell, ja. Ton, brauchen wir noch Ton oder? Ja, Ton immer ran, ja klar. Und immer bei bist. Ach, du hast schon rausgenommen, gut. Ich mach mal ein paar Slabs, dachte ich mir. Ja. Oder hast du schon welche? Nee, wollte ich auch gerade machen. Wish.
You are here. Na, ich bin doch dran, Mensch. Nee, wie kommst du denn jetzt auf den Scheiß? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Manchmal frage ich mich auch, wo das herkommt. Drogen. Siehst du das ja noch zu Ende? Bitte? Dach? Ja. Runtergefallen. Hm. Erde? Ja. Oh. Wie viele? Eins oder zwei überstehen lassen? Eins reicht, oder? Eins reicht schon. Die Erde denn weg hier? Also kommst du auch so ran, oder? Ja. Du kannst auch hinten rum über den Berg aufs Dach gehen. Also ist auch kein Thema. Cool. Du musst nur aufpassen, du darfst da oben am Berg nichts wegbuddeln, da ist drunter die ganze Schaltung. Ja. Alter Skelett, sei mal ruhig da drüben. Ich möchte jetzt nicht mit dir spielen. Du das Dach nicht zu Ende gebaut, scheiße. Da kommst du nicht hin. Ich bin noch nicht rangekommen. Warte, ich geh vom Berg, ich geh jetzt hoch. Ich geh jetzt hoch. Oh, wie soll die Anstalt Freigang heute, wa? Bitte? Bitte alle freidrehen heute hier. Warum? Ja, vielleicht summe ich gerade zur Musik. Ja, was denn für Musik? Schöne Dudelmusik vielleicht? Ja. Hä? Du in Musik. Ich in Musik, ja, was? Arsch. Hörkraft ist keine Musik. Heute geht's echt rund. Ey, der hat's heute irgendwie. Das ist der Wahnsinn. Warst du irgendwie am Wochenende wieder beim Braun unterwegs oder was? Fühlst du dich missverstanden? Ich fühle mich nie missverstanden. Du besorgter Burger, du? Lügenpresse. Gibt's ja dieses geile Facebook-Bild mit den, ich habe mir eine Presse gekauft, da sollen 5 Orangen reinpassen, dann passen nur 4 rein. Scheiße Lügenpresse. Großartig. Ja. Irgendwie schon. Der Döner ist das beliebteste Fastfood. Besorgter Burger. Hat Angst, dass er nicht mehr gegessen wird. Ja, der arme Kerl. Ja, zum Super Bowl habe ich mir so Chicken McNuggets und Burger gemacht und so ein Zeug. So ich dachte ich mir. Wie dachtest du dir? Naja, ich hab mit meinem Schlagzeug geredet, der hat auch Super Bowl geguckt und die haben so Spare Ribs gemacht, also richtig amerikanisch irgendwie. Ja. Da ist es voll gefüttert, obwohl Spare Ribs eigentlich nicht typisch amerikanisch sind, sondern mexikanisch. Echt? Ja. Aber so Barbecue-mäßig ist das doch typisch amerikanisch, oder? Gegessen, ja. Ja, die, naja, aber es ist halt typisch Amerika, die nehmen sich das halt alles. Naja, aber es ist halt... Typisch amerikanisch heißt doch nicht, dass es von dort aus kommt, sondern dass sie es gerne essen. Nee, typisch heißt eigentlich immer, was von dort kommt, aus welchem Land. Ja, nee. Also für mich ist ich meine, zum Beispiel typisch deutsch ist auch Kartoffeln und ich esse zum Beispiel nicht gern Kartoffeln. Also wenn für dich typisch ist, woher es kommt, dann ist die Kartoffel nicht typisch deutsch. Weil die Kartoffel aus Amerika kommt. Ja, aber hier wird es ja am meisten gegessen. Ja, das meine ich ja auch mit Spare Ribs. Das ist was anderes. Wenn du sagst, es ist typisch, weil es daher kommt, dann ist typisch deutsch Döner, weil Döner aus Berlin kommt. Zwar von einem Türken, aber es kommt aus Berlin. Ja, aber es ist in Berlin entwickelt worden. Das ist aber der Quatsch, der Vergleich, Rick. Nee, das ist genau richtig. Das ist eben, aber verbindet doch aber Deutschland nicht mit Döner, Mann. Ja, richtig. Ja, weil aber egal das ist, woher es kommt. Aber jetzt meine ich, das ist doch das gleiche bei Spare Ribs auch. Das ist auch nicht, dass man bei Spare Ribs so denkt, ach, mexikanisch. Und das war ja das, was ich sagen wollte damit. Typisch amerikanisch halt, weil das halt gerne dort gegessen wird. Ja. Ja. Und du hast ja mit deiner Argumentation das selber gerade widerlegt. Ich weiß nicht, dass so aufgerollt wird, war jetzt bloß oder so. Was mich gestört hat, warum das dann was diskutiert werden muss. Weil ich das so gehört, ich habe keine Ahnung, aber das macht man doch so. Machst du so? Weil es typisch Mr. Sick ist. Und das nicht, weil es von Mr. Sick kommt, sondern weil man das immer macht. Ach nee, ihr seid schon ein Haufen.
Also ich bin bloß einer. Naja, aber ihr beide seid schon ein Haufen. Ach so. Aber schon ein guter, ne? Naja, stinkt zwar ab und zu mal, aber... Großer Haufen. So, ich habe ja noch mehr von dem Detonator-Zug geholt von drin. Aber wir müssen dann brauchen noch viel mehr Leder. Ich muss gerade so, Rick, du musst dir dann die Folge hier angucken, ne? Wenn sie okay. da ist. Und ich würde mich freuen. Warum? Was geht? Ich glaube, es kommt so weit, wenn du die Folge reinziehst. Hm? Und dann das, der Dudelsack kommt. Der Dudelsack? Bei dem Musikding da, und ich glaube, dann musst du auch lachen. Dudelsack. Und vor allem dann, wenn ich dann noch im richtigen Takt gesummt habe. Ich verstehe es nicht. Ne, ich habe doch vor uns, hast du nur gesagt, hier Ohrenanstand wieder frei. Und da habe ich gesagt, so, ich habe zur Musik gesummt. Ja. Und dann sagst du, zu welcher Musik denn? Ich sag so, zur Dudelsack-Musik. Und wie episch wär's denn, wenn du dir die Folge reinziehst, in dem Moment Dudelsack-Musik kommt und ich dann sogar noch im richtigen Takt mitsumme. Ach, zufälligerweise woanders Dudelsack-Musik kommt oder nee, in der Folge, rein? In der Folge dann. Du schneidest sie rein? Ja. Na, dann ist es ja jetzt nicht zufällig, dass die kommt. Was? Ich fand das auch so geil. Ich weiß gar nicht, welche Folge, das war einer der ersten irgendwo am Anfang. Da war ich total raus beim Einzählen schon, weil der Hexer mich wieder mit irgendwas verrückt gemacht hat. Ich sag, oh Hexer, das hast du bestimmt durcheinander gebracht. Und der fragt dann noch so rotzfrech, hast du dich verzählt oder was? Ja, okay, ich habe mich verzählt, so, weißt du, so spielst du mal die Nummer mit. Und dann bist du aber übelst drauf hängen geblieben. Du hast dann übelst noch gesagt so, hä? Wieso, hä? Was, wie hast du ach ja, erzählt? Ich weiß, was du meinst, ja, ich war jetzt total durcheinander, wie durcheinander, ich war total durcheinander, ich habe gerade I gedrückt, obwohl ich ins Inventar wollte und dann so, hä, I ist deine Aufnahmetaste? Nein, ich habe I gedrückt, ich wollte ins Inventar. Na, aber was hat denn das jetzt mit Vexer seiner Ablenkung zu tun? Naja. Wir haben total aneinander vorbeigeredet, das war gerade irgendwie wieder so eine Situation, irgendwie hätte mich das erinnert. Ja, manchmal ist man durch, ne? Jo. Ist aber auch spät. Bin ich schon wieder durch? Ach nö, da geht noch was. Bin ich schon wieder durch? Nee, da geht noch was. Was hast du denn jetzt geguckt? Hast du den Puls gemessen, genau, oder was? Ich hab den Puls. Vor 5 ist noch alles okay. Ne, klar. Kein Bio vor 4. Ich meine, durch Arc ist Rick da ja auch schon geübt. Ja, klar. Ach, nee. Schon? Rick, hast du noch Slaps? Hab ich in den Automatikofen in die Fertigkiste reingepackt unten. Weil ich dachte, vielleicht brauchst du was. Ja, ich hoffe, ich krieg jetzt das Dach noch fertig mit dem Paar. Das hoffe ich auch, du. Ich komme gleich und gucke. So, wir gucken mal, was die hier mit dem Bräuler gemacht haben. Denn das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Noch gar nicht. Gar nicht. So. Funktioniert das denn hier auch alles? Nee. Das muss ich ja alles nochmal überarbeiten. Wie jetzt? Da hast du jetzt so ein Konstrukt hingehauen und das funktioniert nicht, oder was? Ja, das funktioniert, aber semi-optimal. Naja, aber du musst dich doch darum kümmern, dass wir Essen haben. Naja, das läuft doch. Guck da rein, Mensch. Naja. Und wie funktioniert das jetzt? Zeig ich dir, warte. Ja, zeig mal. Oh, ich krieg's Dach fertig, ich glaub's ja nicht. Das erste Dach leckt mich doch am Pupukatepedel. Wo? Arschloch. Oder haarisches Abenteuer, du. Bei dir schon, ja. Naja, klar. Also das ist wieder die alte Funktionsweise eigentlich. Hinten sind so Kammern, da sind Hühner drin, die Eier legen. Ja. Und die werden wieder geschossen, das ist der untere Werfer. Und der obere Werfer, der drippt ganz kurz Lava raus, in dem Moment, wo auch der untere schießt. Also die schießen sozusagen gleichzeitig. Ja. Und die Lava ist bloß ganz kurz da und wieder weg. Und dadurch zündet es die Hühner auch an. Woher weißt du, ab wann der das richtig schießen soll?
Weil der immer dann, wenn ein Ei gelegt wird, schießt. Ja, aber ich meine, damit die groß sind. Also die werden gar nicht erwischt, sozusagen. Bis sie groß sind. So, weil sie nur erwischt werden, wenn sie groß sind. Genau, weil die auf dem Slab stehen und einen halben Block groß sind. Wenn die gewachsen sind, dann ragen die oben in die Lava rein. Alles klar. Komisch. Naja, dazu gab es ja mal vor kurzem auch so ein Urteil zwecks der männlichen Hühnervernichtung, Kükenvernichtung. Okay. Was tatsächlich zu... Oh, da ist ein Creeper gerade hochgegangen. Was, ein Creeper? Ja, da ist ein Creeper gerade hochgegangen. Pexor? Was denn? Bist du da oben zugange? Der Creeper geht da nicht einfach so hoch. Bitte? Oder ist hier ein Blitz eingeschlagen? Nee. Hier oben ist ein Creeper hochgegangen. Warum? Weiß ich nicht. Oh, Alter, sind wir hier beim Mord, ist ein Hobby, ist halt ein Creeper mal, hier hochgegangen. Hier ist auch der Fixer. Aha. Ja, hier ist ein Creeper hochgegangen, der Hund. Ja, aber er hat halt die ganze Konstrukt zerlegt. Ja, mit erwischt. Wie der Fixer sich mal wieder, ich weiß nicht sagen wollte, dass er es war. Nee, weil es einfach scheißegal ist. Nein, ist es nicht. Warum? Weil man sonst keinen die Schuld zuschieben kann. Ach so. Damn fucking logic. Ja, jedenfalls gab's ein... War der Creeper, der hat Schuld gehabt. Gab's ein Urteil halt darüber, wie, also über dieses ganze, weil die männlichen Küken ja sofort umgebracht werden, weil sie halt in der Industrie sozusagen keinen Mehrwert haben. Ja. Da sie ja keine Eier legen und so weiter und so fort. Und diese Hühner werden allerdings, also diese männlichen Küken werden ganz schön brutalst niedergemetzelt. Die werden eigentlich einfach bloß in eine Kiste geschmissen, ohne dass die jetzt gekillt werden oder so. Die genau, die werden, halt. Ja, beziehungsweise kommen halt lebendig in den Schredder und was Gott das für ein Scheiß. Also ja. Auch richtig, richtig abartig. Und dagegen hat halt hier irgendeine Organisation, ist dagegen vorgegangen und hat auch Recht bekommen. Mhm. Und so, dass man da halt, dass sich das halt, weiß ich nicht, ob sich dann demnächst irgendwas ändern wird, aber es wird sich vielleicht was ändern. Was sich ändern wird, ist diese Folge. Die ist jetzt nämlich am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Mal ist Rix wieder dran. Bis dahin, ihr Lieben. Tschaußen. Scheiße, stimmt. Tschusen. Scheiße, stimmt. China.